Tachchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir das Alchemiehaus oder Alchemistenhaus bauen, was ihr da im Hintergrund seht. Klar, es kann auch ein anderes Haus sein, also ihr müsst da jetzt nicht zwingend einen Alchemisten reinbauen. Aber an der Stelle würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr noch ein Like und ein Abo da lasst. Wäre super nett von euch und würde mich auch riesig unterstützen. Aber jetzt würde ich sagen, quatschen wir gar nicht lang, sondern legen sofort los. Und wir fangen damit an, dass wir erstmal den Grundriss bauen. Und keine Sorge, der hier ist nicht verschoben, das stimmt alles schon. Wir fangen an, hier vorne würde ich euch raten, baut ihr einfach ein 5x5 Feld, also hier diese vier Stämme mit jeweils 3 Abstand dazwischen. Von dem hinteren rechts könnt ihr dann 5 Blöcke nach rechts gehen und auf den 6. kommt dann der nächste. Keine Sorge, ich habe die jetzt hier in die Erde eingelassen, um es besser zu erklären. Braucht ihr natürlich nicht machen. 3 nach hinten. Wieder einer, so, 4 zur Seite, einer hin, 4, wieder einer und dann habt ihr es eigentlich auch schon. Dieser und dieser werden jetzt auf eine Gesamthöhe von 4 Blöcken gezogen, alle anderen, das heißt die 6 hinteren, auf eine Gesamthöhe von 7 Blöcken. Wenn ihr das jetzt hier in etwa so gemacht habt, dann könnt ihr auf der untersten Ebene zwischen all diesen Balken eine Reihe Stone Bricks ziehen. Auf die Stone Bricks tut ihr dann einfach 2 Reihen abgezogene Birkenhölzer und nicht gleich abschalten. Die Birke kann auch sehr schön aussehen und ich weiß, auch ich bin eigentlich kein Birkenfreund. Jetzt nehmt ihr euch wieder euer Spruce Wood und verbindet nochmal alle Balken quer miteinander, mit Ausnahme dieser hier vorne. Ihr könnt auch hier und hier einen Querbalken ziehen, wäre früher oder später wahrscheinlich sowieso gekommen. Im nächsten Schritt geht's schon ans Dach. Ich würde erstmal mit dem großen Teil anfangen und am Ende noch das kleine Dach hier hinzufügen, was dann aber gar nicht mehr so schwer wird. Ihr geht erstmal hier an den Block, setzt eigentlich ein ganz normales Dach mit den Deep Slate Stufen hier, wie man das kennt. Jetzt noch von der anderen Seite kommen wir dem entgegen, bis wir uns in der Mitte treffen. Und wenn das dann soweit ist, eine verkehrt rum. Eine oben drauf und noch eine verkehrt rum. Schon haben wir einen Giebel. Das macht ihr jetzt nochmal hier. Dann könnt ihr die untere Reihe miteinander verbinden und hier oben die 2 Giebel noch, aber nur mit Stufen. Wenn ihr das dann habt, kleiner Spoiler, könnt ihr euch schon mal ganz viel Dark Oak nehmen. Und kleiner Spoiler, wenn ihr das dann habt, nehmt euch euer schwarzes Eichenholz und baut damit dann hier das Dach. Ihr seht, ich habe das Dach fertig. Wir gehen jetzt hier noch an den kleinen Vorbau. Auch hier nehmt ihr eure Deep Slate Stufen. Baut die genau bis hier an den Balken. Auch hier natürlich wieder einer nach vorne. Ein kleiner Giebel. Die dann wieder an der Seite verbinden. Ans andere Dach anschließen. Und dann könnt ihr auch hier den Teil des Dachs wieder mit Schwarzeiche auffüllen. Hier vorne könnt ihr das Ganze dann auch noch mit Birkenholz auffüllen, damit hier der Giebel schon mal geschlossen ist. Den oberen Teil des Gebäudes, also den hier, füllen wir jetzt einfach mit Stone Bricks auf. Der Rohbau des Gebäudes steht jetzt schon. Es fehlen natürlich jetzt noch Fenster und Türen. Und es gibt 2 Türen. Die eine hier in den Vorbau, mit der fangen wir jetzt auch direkt mal an. Dazu machen wir hier 3 Blöcke raus, oben eine Stufe rein, Tür rein. Dann hier außen 2 Zäune, links und rechts. Oben drauf kommt jeweils eine Steinstufe, eine Steinslab in die Mitte, eine Laterne noch ran. Der erste Eingang steht, der zweite kommt hier in die Mitte von diesem Teil. Das heißt, hier 2 Blöcke Platz lassen, hier 2 Blöcke Platz lassen. Hier genau dasselbe, gar kein Unterschied. 2 Zäune und noch das kleine Vordach darüber mit der Laterne in der Mitte. Mit den Fenstern beginnen wir an dieser Seite und hier gibt es genau 3 Stück. Das erste ist hier, gebaut werden sie alle gleich. Oben unten eine Stufe, dann in der Mitte eine Slab. Fertig. Das zweite ist hier, ganz genau dasselbe Prozedere. Und das dritte eine Etage weiter oben. Wir nehmen die hier raus und sind damit auch schon fertig. Auch hier kommt noch ein Fenster rein. Wir machen die 3 weg und genau dasselbe wie auf der anderen Seite. Auf dieser Seite kommt nur in der oberen Etage ein Fenster eingebaut, aber da gibt es keine großen Unterschiede. Um auch die nächsten Schritte gut bearbeiten zu können, würde ich euch jetzt empfehlen, erstmal einen kleinen Boden hier in die zweite Etage einzuziehen. Eine Treppe kommt natürlich auch ins Haus und zwar machen wir die eigentlich auch direkt hier in die Ecke
Und zwar so in etwa müsste das hinhauen. Hier Stufen, die dann nach Treppen, meine ich natürlich, die nach oben gehen. Genau, bis zum Mittelbalken geht das. Hier machen wir auch noch dicht. Hier drüben könnt ihr es auflassen. Ich würde euch aber empfehlen, stattdessen dann hier zuzumachen. Dann könnt ihr hier was reinsetzen, noch wenn euch das so gefällt. Und noch eine Sache würde ich euch empfehlen. Und zwar füllt hier die Ränder auf. Vielleicht hat das der ein oder andere schon gemacht. Ich hätte es fast vergessen zu sagen. Aber das wäre ganz wichtig, wenn die auch noch zu sind. Auf die Rückseite bauen wir jetzt erstmal ein besonderes großes Fenster, das etwas anders ist als die anderen. Dafür löschen wir diese 4 Steinblöcke raus und diese 2 Balken noch und ersetzen die dann mit 4 ganzen Augfalltüren. Ob ihr das auf dieser Seite auch noch macht, ist euch selbst überlassen. Die andere Möglichkeit wäre, entweder gar kein Fenster einzubauen oder nur so ein kleines. Ah, wenn ich so drüber nachdenke, so gefällt es mir dann doch nicht mehr, wenn es 2 auf einmal sind, deswegen hier nur ein kleines. Auch auf der Vorderseite habt ihr wieder 2 Möglichkeiten. Entweder ihr baut nur das kleine Fenster ein, wenn ihr aber sagt, aha, das gefällt mir nicht so sehr, dann macht hier 3 Blöcke weg, aber nur einmal, also nur ein breit und macht das folgendermaßen einfach so oder sogar so. Ist euch selber überlassen. Ich glaube, ich finde die Variante sogar schöner. Ihr braucht hier quasi die Stufe nur 1 nach unten zu setzen und habt das schon. Und dann steht das Ganze im Groben schon. Als Boden in der unteren Etage würde ich euch unbedingt Stein empfehlen, weil wir ja auch hier schon den unteren Ansatz der Mauer aus Stein gemacht haben. Da wäre es jetzt doof, hier was anderes zu benutzen. Und wenn euch die Wände ein bisschen zu flach sind oder ihr gerade noch keine Idee fürs Einrichten habt, nehmt euch Falltüren und setzt die jeweils gegen die Treppen, die die Fenster umrahmen. Also ich finde, das passt hier ganz gut. Und gibt der Mauer noch ein bisschen mehr Profil nach innen. Dann könnt ihr euch noch eine Ladung Steinknöpfe nehmen und die hier an den Ecken und Kanten der Balken platzieren, damit das so aussieht, als wären die hier verschraubt. Ein bisschen Laub am Gebäude verteilen, damit der Gärtner auch was zu tun hat, ist auch immer eine super Idee. Auch eine Balkonbepflanzung ist natürlich immer eine sehr schöne Idee. Ihr seht schon, ich nehme hier einfach Leaves, unten drunter eine Falltür, dazwischen jeweils ein Zaun und an die Kante natürlich auch und noch ein Schild dran. Gefällt mir persönlich auch ganz gut. Eine wichtige Sache, die ihr jetzt natürlich noch nicht vergessen dürft, sind hier ab und zu mal ein paar der Stone Bricks umzutauschen. Und auch von außen kann das Gebäude natürlich noch mit den verschiedensten Sachen verziert, dekoriert und gestaltet werden. Zum Beispiel jetzt hier, gut, da müssen wir jetzt die Tür wieder kaputt machen. Ich würde sagen, da lasse ich mich jetzt noch ein bisschen dran aus und dann sehen wir uns auch sofort wieder. Das Gebäude hier ist jetzt soweit fertig. Und ich finde, es ist auch ganz gut gelungen. Allerdings gibt es noch ein anderes, wo ich finde, dass das fast noch cooler ist, weil das auch noch echt schön in die Landschaft eingebunden ist. Hier ist es und vielleicht kennt der ein oder andere diese Gegend schon, denn das ist eine Welt, auf der wir auch im Stream schon öfters mal gespielt haben. Deswegen schaut auch unbedingt auf Twitch vorbei, denn da gibt es immer super schöne Livestreams und wir quatschen immer viel. Link ist in der Videobeschreibung. Aber ihr seht schon, das Haus hier ist echt auch hübsch geworden und es ist genau das Haus, was wir gerade gebaut haben. Das steht hier mitten in einer Stadt, neben vielen anderen Häusern. Man kommt hier über den Weg, kommt man ran. Eingerichtet ist es leider auch hier nicht. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr ein paar Einrichtungsvideos vielleicht zu den Häusern haben wollt. Das lässt sich sicher bewerkstelligen von meiner Seite aus. Aber das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Das würde mich mega freuen. Aber dann würde ich sagen, macht's erstmal gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!